nicht bereit war aufzugeben, habe ich ein Plakat mir gebastelt für die Berlinale und habe mich auf die Berlinale gestellt, auf die glamouröseste Party der Berlinale, die Medienboardparty im Ritz-Carlton. Das ist so, wo dann wirklich das Who's Who der deutschen Filmszene rumläuft. Da vor dir Til Schweiger und Schweighöfer und alle rennen rum. Und da habe ich mich zum Vollhorst gemacht und mich halt dahingestellt und gesagt, best no-budget romantic comedy, und suche Verleih, der den Film rausbringt. Und das war bestimmt super. Es war erstmal so, dass die Leute, die ich kannte, sich so peinlich berührt gefühlt haben, mir nicht Hallo sagen zu wollen. Aber wiederum haben einige Leute, die ich nicht kannte, sind auf mich zugekommen und gesagt, wow, das finde ich mutig, was du da machst, erzähl mal. Total. Darunter war auch